war es so, wenn er Markt oder Duld war, sind die Leute von nah und fern gekommen. Ganz so einfach ist es heute nicht mehr, da muss man sich schon was Besonderes einfallen lassen. Die Moosburger sind ja schlau, ne? Mittelaltermärkte gibt es ja sowieso schon mehr als wie Mittelalter. Darum hat man hier einen Historienmarkt gemacht, wo man natürlich, ich sag jetzt mal, sich kulinarisch gut verpflegen kann, nicht nur historisches, aber vor allen Dingen ein paar Handwerker sind da, die zeigen, wie das Handwerk anno dazu mal war. Durch die Corona-Pandemie konnten wir uns halt, wir treffen uns regelmäßig zum Spinnen, zweimal im Monat, was während der Corona-Pandemie überhaupt nicht oder fast gar nicht ging. Da haben wir uns halt über die sozialen Netzwerke haben wir weiterhin Kontakt gehalten und jetzt treffen wir uns wieder regelmäßig und sind froh, dass wir jetzt wieder auf öffentlichen Veranstaltungen unser schönes Hobby zeigen können. Fertige Steinzeug, frostfest. Ich mache für Haus und Garten Stehlen, Figuren, Vogeltränken, Geschirr. Jetzt habe ich Ostereier mit dabei, Messeschalen, kleine Schälchen. Und ein Teil ist mir heute Morgen. Nee, nicht, die ist ja schon schnell. Nehmen Sie ruhig rein. Genau. Und insofern, teile ich mein Glück. Jetzt ist ja seit langer Zeit wieder mal der erste Markt. Wie ist es denn da so? Macht es richtig Spaß? Ja, es ist schön, Leute wiederzusehen. Und gut, hier draußen in der frischen Luft geht es ohne Maske, passt alles. Ja. Unser Esche oder auch dunkler Nussbaum, sind die alles dabei, verschiedene Größen. Man merkt aber, die Leute das gern wieder irgendwo hingehen. Also Resonanz ist schon gut. Und es ist ja wieder schön, dass wieder was geboten wird. Und dass wir wieder kommen dürfen. Eins, zwei, drei. Magisch Kugel rollt herbei. Nicht staunen, Max Trommel. Tata! Riesenjubel für Max! Du mir rufen, Markus. Das letzte ist ein Spiel.